Manuel Rodriguez, Islam Jamailov. Titelfight im Bantamgewicht bei We Love MMA hier in Düsseldorf. Und die Spannung ist deutlich zu spüren. Die Halle will den Kampf. Viele Fans hier von Islam am Start. Und jetzt geht's ein Fight zur ersten Runde. First round. Der wollte schon losstürmen. Jay Gürkan ist der Referee, der diesen Titelkampf hier leitet. Jay, warte. Oh, da hing noch ein Kabel im Käfig. Das sollte natürlich nicht sein. Cage ready, timing. Let's go. Ja, Rodriguez in der normalen Auslage, linke Hand vorne, Jabailov. Genau andersrum, rechte Hand vorne. Und ein hoher Kick von Islam, jawohl. Ja, und das als Ringer, kicken kann er auch. Mittlerweile natürlich ein kompletter Fighter, Islam. Der kämpft übrigens schon zum 7. Mal bei BLF MMA, mit 22 Jahren wohlgemerkt. Rumgetaste, rumgestocher erstmal, da ist noch nicht so viel Härte dahinter. Jetzt muss ich still in der Halle, weil alle warten auf die Explosion. Von wem kommt sie? Schöner Kick zur Innenseite vom Knie. Rodriguez arbeitet mit seinem Jab, jetzt die hintere Gerade, die rechte reingebracht, aber geblockt von Islam. Beide sehr konzentriert und fokussiert. Ja, gefährliche Kicks zum Knie von Rodriguez, hat er jetzt schon mehrfach gemacht. Das sind diese unangenehmen Stopkicks, genauso von vorne mit der Fußsohle drauf. Rodriguez ist der sich ein bisschen mehr bewegt, ein bisschen mehr tänzelt. Islam bisher sehr, sehr ruhend. Links-Rechts-Kombination. Sucht mit dem Jab die Lücke. Kommt dann mit der rechten Rodriguez. Ja, da war kurz dieses Andeuten des Abtauchens. Und das ist das, was Jabailov wirklich kann. Blitzartig runtergehen. Takedown machen, den Gegner an den Boden bringen. Das weiß Rodriguez natürlich. Versucht den Kampf im Stand zu halten. Körpertreffer und jetzt der erste harte Kick von Jabrailov auf den Körper. Rodriguez noch nicht beeindruckt davon. Bleibt seiner Linie treu, macht Druck. Und da war's. Runter schnell, zack. Das ist die Stärke von Islam. Wahnsinn, das war eine fließende Bewegung. Sehr stark. Jetzt müssen wir schauen, was hat der Spanier im Bodenkampf drauf? Jetzt sind wir gespannt auf sein BJJ. Das brasilianische Kämpfen am Boden. Guck mal, wie der schiebt, wie der sich richtig hoch mit der Hüfte rausdrückt, Islam Jabrailov. Da ist natürlich jede Bewegung bei ihm schon praktisch automatisiert. Der weiß, wie er die Hüfte zu stellen hat. Du siehst, wie er die Beine zu stellen hat. Der übt Druck aus. Der ist nicht so einfach auszukontern. Das ist Islam seine Stärke. Ja, und ist sofort drüber. So, Rodriguez zieht ihn ran. Da schlingt den Arm rum, will ihn sich nicht aufrichten lassen. Jabailov knickt den Arm von Rodriguez ein. Schiebt, drückt mit den Beinen. Hinten ganz stabil, ganz stark. Er versucht natürlich jetzt, Islam zu blockieren, gerade was die Schläge betrifft, damit er keinen größeren Schaden nimmt. Der Ringer hat natürlich den Vorteil, dass er dich zu Boden bringen kann. Der BJJ-Kämpfer wiederum, der hat natürlich die Stärke, dass er am Boden nicht verloren ist, könnte man sagen, sondern immer auch seine Kontermöglichkeiten hat, selbst wenn er am Rücken liegt. Selbst wenn der BJJ-Kämpfer auf dem Rücken liegt, hat er die Möglichkeit, immer noch irgendwelche Hebel anzusetzen. Islam geht gleich oben drüber. Er ist schon aus der Umklammerung raus. Aber es könnte sein, dass Rodriguez eher versucht, ihn wegzuschieben. Das eine Bein hat er kurz drunter gebracht. Da sah es aus, als wenn er Islam dann wegschnappen möchte. Rodriguez bleibt cool am Boden, wird nicht hektisch, scheint seine Kraft zu sparen. So, Side Position. Jetzt, da, das rechte Knie drückt Jabrailov rüber. Wird es gleich wahrscheinlich nochmal probieren, um dann eben
aufzusitzen. Regelrecht in diese Vollmount, wie sie ja dann heißt. Islam versucht seine Position zu verbessern, aber Rodriguez verteidigt gut. Er macht es gut am Boden. Aber er wird dominiert. Also die Runde bisher tickert ganz klar runter hier für Dzhabrailow, der durch seinen Ringen ihn am Boden festnagelt, dominiert. Ja, die Halle ist hinter dem Kämpfer aus Hannover. Ja, das war auch nicht anders zu erwarten, klar. Rodriguez hat natürlich jetzt nicht hier eine ganze Ladung an Fans mitgebracht. Knieeinsatz von Dzhabrailow. Immer wieder seitlich auf die Rippen. Das ist schmerzhaft und das drückt die Luft raus. Ich wollte bis eben noch sagen, bisher hat Rodriguez wenig Schaden genommen. Ende der ersten Runde. Das ist der Vorteil am Boden, was er sich verschaffen konnte, dass er Islam relativ gut kontrolliert hat. Dass Islam nicht dazu gekommen ist, harte Schläge am Boden anzusetzen. Die Runde ist natürlich verloren. Die ist weg. Die geht an Islam. Aber Rodriguez hat wenig Schaden genommen. Das heißt, er kann positiv, mit einem guten Gefühl in die nächste Runde gehen. Auch wenn er die Runde verloren hat, zumindest keine harten Kopftreffer, keine Verletzungen am Kopf. Und er hat halt gesehen, pass mal auf, wenn ich in der Bodenlage bin, bin ich nicht sofort verloren. Der macht es auch routiniert, der macht es wirklich in Ruhe. Man sieht bei Rodriguez keine hektischen Bewegungen, kein Versuchen einfach nur so hin und her zu werfen und irgendwas damit zu bewirken. Hatten wir heute manchmal, dass manche dann so überreagiert und sich schnell rumgedreht haben und dann vollkommen richtig, den Rückenpreis gegeben haben. Der Gegner war dann unten. Da hat man schon gesehen, dass er viel Erfahrung am Boden hat, dass er weiß, was er zu tun hat. Was er zu tun hat jetzt in der zweiten Runde, ich würde sagen, er muss versuchen, den Kampf im Stand zu halten. Einfrei zur zweiten Runde, Second Round. Aber natürlich schwierig, die Takedowns von Islam zu verteidigen. Oh, harter Kick. Ausrufezeichen, aber Rodriguez bleibt nicht schuldig. Ja, beide haben zahlreiche Waffen in ihrem Arsenal. Unter anderem auch die harten Kicks. Ich habe das Gefühl, Islam macht etwas mehr Druck als in der ersten Runde. Ja, so ein bisschen einfach so körperlich sich nach vorn bewegt. Am Anfang, da war er ja sehr, sehr fix auf einen Punkt, hat einfach Rodriguez machen lassen. Der bewegt sich auch mehr, Rodriguez. Er geht immer um den Gegner rum, arbeitet mehr mit den Füßen. Er muss beweglich sein, er muss beweglich sein. Er darf kein statisches Ziel darstellen, dann wäre es für den Ringer zu einfach. Aber dadurch, dass er sich bewegt, macht es Islam natürlich etwas schwieriger, einen Takedown anzusetzen. Ah, und der lauert, Islam Dzhabrailow. Den Blick ganz klar in die Augen seines Gegners gerichtet, um zu erahnen, wo der vielleicht hinschaut, um zu wissen, was will er machen. Und die linke war drin. Jetzt Angriff das überrascht von Rodriguez. Das überrascht mich, dass Rodriguez den Takedown versucht. Ich weiß nicht, ob das die richtige Waffe ist gegen einen starken Ringer wie Islam. Frage ist, lässt Islam ihn dann nochmal nach oben und rauskommen? Das möchte ich arg bezweifeln, denn der weiß um seine Qualitäten im Bodenkampf und er hat die erste Runde da so klar gepackt. Siehst auch jetzt hier wieder das starke Ringen. Islam einfach die Hand runterdrücken. Nutzt seine Körpermitte und sein Körpergewicht, um Rodriguez am Boden zu halten. Jetzt harte Ellenbogen. Hammer Fist von der Seite. Rodriguez versucht sich zu lösen. Und sofort der Konter wieder von Islam. Das war 1A-Ringertechnik. Einfach nur mit dem Oberkörper gegengeschoben. Und jetzt hat er ihn schon wieder sich zurechtgepackt. Parallele zur ersten Runde, Rodriguez mit dem Rücken am Boden, Islam in der Kontrollposition. Ich will es nochmal ansprechen, wenn ihr Fans seid von MMA, dann versäumt es nicht, uns auf unseren Social-Media-Kanälen zu besuchen. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, wir sind überall vertreten. Tut es den Kämpfern zuliebe und natürlich auch uns zuliebe von We Love MMA. Wir freuen uns, wenn ihr uns da supportet.
Und schaut rein in die Mediathek, natürlich direkt auf die Homepage von Wheel of MMA. Da ist der Kampf dann garantiert nämlich auch dabei. Und dann sehen wir nämlich, was macht der Titelverteidiger Islam Jabrailov aus dieser Situation. Jetzt, er macht's ruhig. Er hat gerade mal so ein, zweimal probiert, kurz mit dem Ellenbogen ein wenig seinen Gegner. Es geht auch um was. Es ist der Titel im Bantamgewicht hier bei Wheel of MMA. Da sind zwei Kämpfer, die wissen, was sie tun. Rodriguez macht eine gute Verteidigung, macht eine gute Figur. Macht's besser als in der ersten Runde, ja, macht's besser. Kontrolliert Islam gut, blockiert natürlich die Arme, verhindert dadurch, dass er Fauststöße oder Ellenbogenstöße am Boden einstecken muss. Ja, also er verteidigt gut, die Kontrolle übt eigentlich Islam aus. Der hat die dominante Position oben, schlägt kurz drüber, wenn Rodriguez dann gerade mal ein bisschen geöffnet hat. Schon wieder dieses Hüfte hochdrücken bei Jabrailov. Dieses seitlich ausbrechen wollen, das sieht man hier, geht da rüber. Durch sein starkes Ringen kann er natürlich auch seinen Gegner müde machen. Das nutzt er im Moment. Absolute Kontrolle am Boden. Körper, die Hüfte perfekt eingesetzt. Gibt Rodriguez keine Chance, da am Boden wegzukommen. Grinst auch noch rotzfrech rüber ins Publikum. Also mit 22 Jahren ist es schon ein ganz schön abgekochter Hund. Dadurch, dass der von Kind auf gerungen hat, kann der das halt auch 5 Runden locker durchziehen. Und der nächste Tag. Das war's. Und drauf, da knallt's richtig. Und da knallen auch jetzt die Sektkorken für Islam Jabrailov. Jawohl. Backflip noch oben draufgelegt fürs Publikum, fürs Fachpublikum. Düsseldorf bei Wheel of MMA. Was wir uns jetzt aber noch mal anschauen müssen, ist, ob bei dem Takedown Islam mit dem Kopf bei Rodriguez eingeschlagen ist. Das werden wir sehen. Wir kriegen diese Szene mehrfach geliefert. Weil da habe ich jetzt mal auf die Zeitpunkte gespannt. Kurz umsorgt. Das war ein harter Takedown. Ja, ja, er hat ihn aber auch sowas von hochgehoben und dann mit Schmackes auf die Matte niedergedonnert. Man hat gedacht, er lässt ihn raus, die Situation ist bereinigt. Auf die Zeitlupe bin ich gespannt. Das war noch die Bodensituation. Da versucht noch Rodriguez selber, sich den Gegner zu packen, an den Oberschenkel ihn zu ziehen. Jetzt geht's hoch. Das war die Szene, wo er ihn wieder zu Boden kommt. Und jetzt kommt er hoch, der Bodenwurf. Knallt ihn drauf und ja. Nein, mit der Schulter. Er erwischt ihn, glaube ich, mit der Schulter am Kinn, glaube ich. Starke Aktion. Und jetzt sitzen sie da, die Sunny Boys. Der alte und neue Titel hier. Aber alt kannst du nicht sagen, wenn einer 22 ist. Also nur, weil er einen Titel behalten hat. Sonst passt dieses Wort überhaupt nicht dazu. Das ganze Team der Fight School Hannover. Starker Kämpfer, der Islam. Ich bin gespannt, wie es mit seiner Karriere weitergehen wird. Ich bin gespannt, wo er jetzt gerade hin will. Stürmt jetzt erstmal raus. Ja, da werden mit Sicherheit noch einige Fans und Freunde in den Käfig geholt. Ein, zwei Leute von der Familie, Freunde sind mit dabei, die holt er noch schnell mit dazu. Die Security macht ihren Job, die können natürlich nicht jeden durchlassen. Oh Gott, das werden, dann haben wir hier Platzsturm. Ja. Ja? Aber scheint alles unter Kontrolle zu sein. Ja, 22 Jahre, was haben wir zu erwarten von diesem jungen Kämpfer? Ja, wo ist die Grenze für ihn? Wie gesagt, es ist heute ja schon das 7. Mal, dass er bei Wheel of MMA kämpft. Das ist ein Kind dieser Serie. Die hat ihn hervorgebracht, die hat ihn bekannt gemacht, die hat ihn zum Champion gemacht. Hier bei uns bei Wheel of MMA, ich denke, das war der beste Kampf des Abends. Wir müssen nicht drüber streiten. Dementsprechend fordere ich ein, eine Respektsbezeugung für beide Kämpfer in Standing Ovation. Manuel Rodriguez, Islam Jabrailov. Jawohl, hoch aus dem Sattel das Publikum in Castello in Düsseldorf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wir haben ein offizielles Urteil. 2. Runde, 4:42. Referee Stoppage due to Ground and Pound. Der Sieger ist der Mann aus Hannover, Islam Jabrailov.
Manuel Rodriguez ärgert sich verständlicherweise. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das letzte Wort des Abends gebührt selbstverständlich dem Champ, Islam Dzhabrailov. Hey Leute, danke schön nochmal für die geile Stimmung. Dankeschön. Ja, wir kennen es schon, er redet nicht viel, dafür kämpft er umso härter. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Verteidigung gelungen. Erste Mal, zweite Mal, dritte Mal, wir werden sehen. Stehen Sie auf, geben Sie eine große Hand, Islam Dzhabrailov. Danke nochmal für die alle, die eingereist haben aus Hannover, aus Braunschweig, aus Helmstedt. Es gibt sehr, sehr viele Brüder von mir, die aus Düsseldorf natürlich. Warte doch, Bruder, ich bin doch gerade dabei. Danke nochmal an meinen Sponsoren, besonders an Konrad, Sege, der Kurzkamera, die mich finanziell überall unterstützen. Danke an den und an Dexport. Und natürlich ein großes Dankeschön an den Mann, der gerade hier steht. Der hat mich sozusagen aus der Scheiße rausgeholt und zu einem Kämpfer gemacht, der ich jetzt bin. Dankeschön nochmal.